Mein Name ist Böhmer René und ich bin Dokumentarfotograf. Mit analogen Fotografie kann man einfach viel probieren, indem man es versucht, anstatt dass man sich weiß gar nicht, wie darüber belesen muss. Und dadurch habe ich einen viel besseren Zugang zu dem Ganzen gefunden, glaube ich, und auch gelernt, dass die Technik hinter der Fotografie nicht so wichtig ist und dass es wichtiger ist, halt, wer fotografiert. Und ich glaube, das hätte ich nicht geschafft, wenn ich digital weiter fotografiert hätte. Ich mag zum Beispiel das Foto von einem Schulkollegen von mir. Das habe ich fotografiert, da war ich glaube 18 und war noch in der Schule. Und er dreht sich gerade in der Klasse um und schaut mich halt an. Und das Bild gefällt mir besonders gut. Weil es ist ehrlich und um das geht es mir halt. Dass man einen ehrlichen Ausdruck hat, dass man nicht probiert, die ganze Zeit irgendwie sich zu beeinflussen lassen. Dass man einfach einen ehrlichen Ausdruck hat durch das, was man tut. Und das kommt halt dadurch, dass man sich einfach dem hingibt, was man tut. Das Tolle ist ja daran, wenn du Klassenkameraden fotografierst, dass, wenn du es jeden Tag machst, für mehrere Jahre, dass die einfach nicht mehr merken, dass du sie fotografierst. Und das ist dann ganz, ganz, ganz toll. Da kann man die besten dokumentarischen Fotos machen oder einfach generell Fotos, wenn es die Leute nicht mitkriegen. Habe ich auch ein Bild gemacht von einem Freund. Da sind wir gerade im Pausenhof gewesen, oder es war gerade Pause. Und ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber einer von meinen Freunden ist am Boden gelegen und der andere wollte ihm sozusagen ins Gesicht treten. Ich weiß nicht, ob die Situation so ernst ist, wie sie vielleicht auf dem Bild ausschaut, aber das Bild finde ich auch ganz interessant. Und das schaut gepaart mit den anderen immer ganz gut aus, finde ich. Der Preis. Es ist halt sehr erleichternd, weil durch das Geld, was ich bekomme, durch den Preis, habe ich halt einige Monate Zeit, kann ich die Miete bezahlen, essen, trinken und ein bisschen einen Film und habe ein bisschen Zeit, dass ich wieder exzessiv quasi nur an einem Projekt arbeiten kann, beziehungsweise einfach nur rausgehen kann, einfach nur fotografieren, ohne mir irgendwelche Sorgen machen zu müssen. Jetzt muss ich wieder einen kommerziellen Auftrag fotografieren für nächsten Monat, damit sich das ausgeht.